Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Elden Ring. Letzte Folge haben wir uns dieser Vollmondkönigin angenommen hier in der Kapelle und die entpuppt sich als relativ knackig, weil sie einfach in der zweiten Phase sehr starke Zauber drauf hat. Und bei Zaubern, muss ich ehrlich sagen, bin ich halt ein bisschen raus, weil ein Gegner, der gegen mich castet, sehe ich schnell alt aus. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen mit dem Moveset auseinandersetzen. Hoffen wir, dass wir das in dieser Folge besser schaffen, damit wir uns auch ein bisschen darauf einstellen können, was sie überhaupt castet. Ich habe auf jeden Fall in der letzten Folge noch feststellen dürfen, im letzten Try, dass sie auf jeden Fall sich auch irgendwann noch Gehilfen dazu ruft. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da der Schlüssel darin liegt, sich weiterhin auf sie zu konzentrieren, statt auf ihren Gehilfen. Ich muss jetzt natürlich nachher mal gucken, was rufen wir uns hinzu. Weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ich würde auf jeden Fall erstmal nochmal mit dem Zauberer versuchen, damit wir da die Möglichkeit haben, uns dann doch da noch ein Stück weit mit jemandem auszurüsten, der uns da ein bisschen zur Seite steht. Was? Ach, jetzt habe ich da zu oft mein scheiß Gift verbraucht. Ich sage ja, gegen Zauber ist... Also ich empfinde das, gegen Zauber zu kämpfen, äußerst schwer. Ich hasse es auch immer wieder, diesen Weg latschen zu müssen. Es ist so nervtötend. Es wird auf jeden Fall nicht einfach, dass diesen Boss da in der zweiten Phase zu legen. Für mich. Ja. Vor allem, wenn dann noch so eine Scheiße dazu kommt. Also das ist auch keine Abkürzung, die From Software würdig ist, ne? Sage ich euch ganz ehrlich.
weil das einfach für den Arsch ist. Also Abkürzungen war man sonst immer gewöhnt, dass es wirklich auch Abkürzungen waren, aber das hier ist ja keine Abkürzung. Das ist ja einfach nur ein Haufen Scheiße. Also ich weiß, ich bin manchmal eine Meckerziege und reg mich über Sachen auf, die andere vielleicht nicht als so extrem empfinden, aber Abkürzungen sollten dem Namen auch gerecht werden und auch dann ein Stück weit, wie man es von From Software gewöhnt ist, auch eine gefahrenlose Abkürzung sein und nicht irgendwie, wo man noch einen Haufen beballert wird. Weil so ist, das ist für mich halt keine Abkürzung. So, und jetzt dürfte ich aber doch meinen Kollegen rufen dürfen, oder? Aber das mache ich jetzt trotzdem, erst nachdem sie ihren Scheißzauber da gemacht hat. Na, der ist kacke, das Ding. Nein, nein, nein! Boah, du bist ein Idiot, ey! Ist ja schon hinüber, ey. Ich werd bekloppt. Alter, ist das eine Scheiße? Was soll man denn da machen? Wie kann man diesem Blödsinn denn ausweichen? Ich roll doch schon da weg. Gott. Auch keinen Bock mehr, mich mit den Typen da hinten rumzuärgern. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung, was ich da machen soll. Also, ich meine, was noch übrig bleibt, wäre dann sowas wie, dass man die Dinger auf sich zukommen lässt, in sein Schild die Dinger irgendwie dort reinhauen lässt. Das, und in der Hoffnung, dass man nicht stirbt, aber die Alte, die zaubert ja sofort wieder nach. Also, es ist halt nicht so, dass die einem kurz da irgendwie Verschnaufpause geben würde. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, die Dinger auf sich zukommen zu lassen und sofort in sie reinzurollen. Dass man in der Hoffnung, dass man hinter ihnen landet und eben die Iframes nutzt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber inwieweit das funktioniert, kann ich nicht sagen. Tja, ich werde mir jetzt auch andere Leute zu Hilfe holen und nicht mehr den Zauberer, weil der ist einfach scheiße. Der macht keinen Damage bei ihr.
Okay, das klappt besser, wenn man in sie reinrollt. So, jetzt hat sie sich da irgendwas gerufen, ihre eigene Asche. Nein! Fuck! Nein! Boah, fuck, ey. Komm, steh auf! Alter! Ja, das war's jetzt aber hoffentlich. Kommt der Typ noch? Tatsache, da ist noch ein Drache, Alter. Boah! Aber der Drache! Der Drache! Ah! Wo ist der Drache? Ah! Ah! Oh, ich hab voll den Zitter gerade, weil ich dachte, was passiert hier? Der Drache ist immer noch da. Da ist die ja immer noch! Where did he flee, my sweetings? Come out from whence he hide. There are books and light aplenty. Did or not? Come out, say I, or will ye be gravestones to be better born anew? Mist, bist du verschlossen? Oh Gott. Is it thy wish to be born anew? To become a sweeting? Reborn of my beloved egg? Wiedergeburt, Anpassung? Das lassen wir mal. Das lese ich mir mal durch im Internet oder so, was die macht. Immer noch keine, dürfen sie nicht. Verschlossen. Großes Kino, ey. Gibt's hier sonst noch was? Ah, okay. Wir dürfen hier keine Waffe nutzen. Okay, ich glaube, hier ist aber sonst nichts. Boah, mein Gott, bin ich wieder... Habe ich wieder einen Zitter, ey. Okay, wir dürfen sie nicht mehr angreifen. Scheint so als... Aber wir haben die Rune auch bekommen, ne? Woran kenne ich das? Ja, das ist die Rune, alles klar. Gut. Gut, dann mal hier rasten. Was ich jetzt tatsächlich wieder vergessen habe, ist, dass wir doch jetzt von ihr genau das hier bekommen haben. Nimmt mit einer Fingerleserin die Macht des Namengebers in euch auf. Gut, dann gehen wir mal zu unserem... dahin. Neue Objekte sind nun in Zwillingsjungferhöhlen erhältlich. Ah, okay, jetzt haben wir bei den Mädels da hinten wieder neue Sachen bekommen. Aber hier war doch irgendwo auch dieser Fingereingang, ne? Und ich meine, dass man bei der Frau... Ist das hier? Hier hockt die doch, oder? Ist das die? I have
only. Fine. You have earned now to become Elder the Thing as much. Talismanbeutel, okay. Mädel, ich wollte was anderes von dir. Kraft von Eshua, Heldenausrüstung halten über Marika. So, das ist das hier, genau. So, wir können jetzt hier das karianische königliche Zepter bekommen. Und was ist das andere? Erhaltene Macht. Nehmt mit Hilfe vom Bla. Hier, eine des Edenbaums, Gorn des Eschon, ja, der König des Formens, die Macht seines Namensgeberin kann den Fingerlesern erschlossen werden. Alternativ lässt sich daraus eine große Fülle von Runen gewinnen. In ihrer Jugend war eine berühmte Heldin, die Akademie mit der Mondmagie bezauberte und sich bald an ihre Spitze setzte. Außerdem wurde sie zur Anführung der Schimmer Steinritter und gründete das Könighaus Karia. Also das eine ist das Zepter und das andere ist wahrscheinlich dieser Zauber, den sie da gemacht hat, gewirkt hat. Das ist schon gar nicht so scheiße, aber ich bin halt kein Zauberer. Heldenausrüstung erhalten. Ah, okay. Hier könnten wir jetzt die Zaubererrüstung von ihr bekommen. Ist doch so, ne? Ja. Magisch 7, 6, 13, 8. Ja, ist halt Stoff, ne? Ist jetzt nichts so eine Robe und gleichzeitig ein Symbol der größten Zauberer, einst getragen von, ja, der König des Mondes, als Renner getragen, ja, okay. Nee, also das macht dann für uns so keinen Sinn, weil ich in dem Spiel absolut nicht zaubern werde. Dementsprechend werden wir dieses Ding konsumieren. ...20.000, sehr gut. Und wir haben hier unten auch noch eine Rune, die wird jetzt nicht die Welt bringen. 1200. So, und jetzt gehen wir mal gerade schauen. Wir haben ja auch ein neues, gucken wir mal gerade beim Schmied. Ich glaube nicht, dass wir unser Schwert nochmal updaten können, weil wir immer noch einen dieser Steine brauchen. Genau, ja. Okay. Dunkelschmiedestein, Schmiedestein 2 und das ist die 3. Okay. Okay, dann lassen wir das. Dann gehen wir aber gleichzeitig mal bei den Damen hinten gucken. Vielleicht verkaufen die uns ja jetzt so einen Stein, aber das glaube ich tatsächlich auch nicht, weil man dafür die Klangperlen finden muss. Im Übrigen, jetzt habe ich das gerade wieder, ist mir gerade wieder eingefallen, wo ich an Klangperlen denke. Wenn ihr hier hingeht und hier ins Nachtlager, also hier nachts reinkommt, kommt ja dieser Boss. Der hat irgendeinen Namen, der mit Klangperlen bla 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 bestückt ist. Ich weiß aber gerade nicht mehr genau, wie er heißt. So, im Übrigen geht es hier jetzt auch weiter. Ich finde es gerade auch komisch, dass hier immer noch das Zeichen hier reingeht, weil in der Kirche des Kuckucks waren wir ja jetzt. Das heißt, wir müssten doch jetzt eigentlich hier oben lang, oder? Aber gut, da kümmern wir uns dann drum. Wir gucken jetzt gerade erstmal, was die zwei hier haben. So, ach guck mal hier. Verleiht verschiedene besondere Effekte. Flasche der wundersamen Arznei, okay. Ja, immer noch Schmiedestein 2 leider, nur wir bräuchten die 6, die 3. Ja, das ist schade. Ach, guck mal, die hat den Langbogen. Ja, den nehmen wir doch direkt mal mit. Haben keinen. Ja, okay. Haben wir nicht. Was wir aber jetzt mal ausrüsten, ist auf jeden Fall den Bogen. Haben wir große Last. Schade. Mittlere Last, große Last. Aber das ist egal. Der macht guten Schaden. Den werden wir auf jeden Fall nutzen. Weil Bogen ist dann tatsächlich eigentlich auch immer mehr mein Fall als alles andere. Verkaufen können wir hier, glaube ich, nicht, ne? Beim Schmied geht das, glaube ich, nicht, oder? Wir gucken mal. Ich meine, es ginge nicht. Doch. Waffen, hier. So, das Ding verballert Bolzen, ne? Ja, brauchst auch 30 Stärke für. Weg. Und den Kurzbogen weg. So, dann Bolzen. Weg. Ballistenbolzen. Das ist nämlich auch noch so eine Sache. Brauchen wir nicht. So, Kriegsasche verstärken. Kriegsasche.
kaufen kann man bei ihm auch keine Bolz, keine Pfeile. Das ging bestimmt bei den Damen hinten. Wie viel haben wir denn? 6, 12, 16. Das reicht erstmal für den Anfang. Es müssen jetzt keine 100 sein. Ich beabsichtige in dem Spiel nicht weiterhin Drachen zu töten, indem ich mit denen 100 Pfeile draufballer. Was ich gerade mal gucken wollen würde, ist, was wir brauchen zum Beispiel, um das nächste Schild tragen zu können. Das wäre hier die 30er Stärke. Das heißt, wir brauchen nicht nur die Stärke, wir brauchen auch... wir bräuchten auch... Ausrüstungsgewicht plus. Weil sonst hätten wir hier die große Last. Es ist jetzt natürlich die Frage, wollen wir lieber das Schild später nutzen, weil das Teil auch magischen Schaden verursacht und in Magieabwehr auch deutlich höher ist als das hier, allerdings dafür bei Feuer und Blitz und Abwehrbonus niedriger. Es ist auch leichter, also es hat einige positive Sachen, aber wir müssten hier 5 Level in Weisheit stecken, damit wir das nutzen können. Oder ob wir hier drauf gehen, dann werden wir weiterhin Stärkebild. Also ein Stärke, Geschicklichkeit und Kondition ist es, glaube ich, Bild machen. Ist halt schwierig, ne? Also ich glaube, ich werde weiter bei Stärkebild bleiben. Was wir aber gerade mal wieder umausrüsten, ist das hier. Da hatten wir die, glaube ich, an. Ist schade, dass wir das immer noch nicht nutzen können. Vielleicht kommen wir da jetzt zu. Achso, Moment. Das hier machen wir wieder hier hin. Und das war's dann aber, meine ich, ne? So, alles klar. Gut. An der Tafel rasten. So, und jetzt machen wir erstmal einen Stufenaufstieg. So, das sind nämlich ein paar Level. Das dürften so um die 3, wenn nicht 4 Level sein. Schauen wir mal. So, Kraft macht uns auf jeden Fall mehr Lebenspunkte. Das ist gut. Kondition, maximales Ausrüstungsgewicht. Ja, es sind tatsächlich 4 Level. Tja, liebe Leute, ich würde jetzt tatsächlich in Kondition richtig was reinballern, damit wir eine bessere Ausrüstung dann tragen können. So würde ich es erstmal machen. Stärke können wir später immer noch skillen. Weil wir haben ja jetzt noch wirklich hier nicht wirklich viel erreicht in dem Spiel oder fertig gemacht. Ah, guck mal, jetzt können wir die tragen. Mittlere Last, sehr gut. Das geht hier aber jetzt nicht mehr. Nee, aber das ist egal. Es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, weil jetzt haben wir schon mal eine ordentlich, richtig gute Rüstung an. Wir gucken mal eben nach. Die hier im Verhältnis zu der hier 12,9. Ups. 17,2. Das ist ein ziemlicher Unterschied. Wir haben hier alle Werte über 10. Und rechts kein unter 20. Das sieht deutlich besser aus. Also jetzt haben wir eine richtig gute Rüstung. Da fehlen uns jetzt nur noch die Beinstulpen. Und wenn wir die haben, würde ich sagen, haben wir eine komplette sehr gute Rüstung an. Und dann können wir auch wieder andere Sachen skillen. Aber ich würde jetzt tatsächlich noch ein bisschen auf Condition gehen. Damit wir das in Zukunft dann eben ordentlich tragen können. Was ich gerade noch gucken. Wir haben erst eine Saat. Okay. So, und dann würde ich auch nochmal auf Fokuspunkte machen, damit wir hier auf die 100 Fokuspunktkosten kommen, damit wir diesen Oleg-Typen hier rufen können. Weil ich glaube, dass der den Gegner ganz schön triggert, wenn der da ist. Ach, hier müssen wir ja gar nicht rein zum Porten. Ich denke jedes Mal, wir müssen da rein zum Porten, aber das ist ja gar nicht so. So, gut, wir haben jetzt 25 Minuten. Ich würde sagen, wir teleportieren uns mal hier hin. Und wir versuchen einfach mal diesen Klangperlengeist bei Nacht zu töten. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Das letzte Mal hat der echt gut Schaden gemacht. Und es war richtig ekelig, gegen ihn zu kämpfen. Und ich habe auch irgendwie den Eindruck, man triggert ihn nicht immer. Also er kommt nicht immer. Er kommt, wenn nur bei Nacht. Aber er kam bei mir jetzt nicht immer. Also einmal ist er gekommen, anderes Mal wieder nicht. So. Ja, genau. Sauf dir mal ein. Ja, da sitzt diese blöde Schildkröte auch immer noch. Also ich glaube nicht, dass er jetzt kommt. Nee, also die Schildkröte... Ups.
Okay, dann setzen wir uns nochmal hin. Ich wusste jetzt gar nicht, dass man die so weit da auch trägt, dass man die auch schlagen kann. So, jetzt dürfte er kommen, weil jetzt sehe ich die Schildkröte nicht. Ja. Ja, ihr seht, der Typ ist nicht ohne. Ich sehe gerade, wir haben auch noch 9000 Runen. Scheiße. Ich meine, okay, man kriegt die hier relativ schnell wieder raus. So ist das Problem. Ist jetzt nicht das Riesenproblem. Oh, oh, oh. Wo sind wir jetzt gelandet? Jetzt habe ich mich, glaube ich, verklickt. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Wo sind wir denn jetzt? Aha, okay. Also man kann ihn auf jeden Fall schaffen, so ist es nicht. Er ist jetzt nicht der überkrankeste Gegner. Wie viel brauchen wir jetzt eigentlich für ein Level-Up? 15, das heißt noch 6000. Ach guck mal, er hat sich auch die Rüstung hier gegönnt von ihr. Zeit vertreiben, Nacht. Also man kann ihn eigentlich recht gut umkreisen. Also er ist jetzt nicht so heftig, dass man sagen müsste, oh, oh, oh. Ja, jetzt ist diese blöde Schildkröte aber noch da. Jetzt ist sie nicht mehr da. Ja, ich bin da einfach mit meinem Movement gerade voll nicht auf Level. Also, ne, ich habe ihn jetzt zweimal versucht, dreimal. Und ich muss ehrlich sagen, er hat halt nicht die Verzögerung wie so ein Standard normaler Boss, wie man jetzt hier zum Beispiel von Godric kennt, der sich irgendwie bis zum St. Nimmerleins Tag Zeit lässt, um dich dann zu schlagen. Und dementsprechend werden wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal versuchen. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal sehr zufrieden damit, dass wir hier diese Rüstung tragen können, weil das sieht jetzt schon mal echt cool aus. Und vor allem haben wir damit eine unheimlich große Abwehrchance. Ja, dementsprechend danke euch fürs Zugucken. Wir werden es in der nächsten Folge nochmal versuchen. Ne? Bleibt gesund, haut rein, bis dahin, ciao.